Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Da war gerade ein Enderman. Wir sind jetzt frisch ausgeschlafen. Schauen erstmal, was wir heute so machen. Der Stream ist schon ein bisschen her, aber wir haben da einiges auf Tasche. Zuallererst sollten wir, denke ich mal, essen. Kann ja nie schaden. Hunger habe ich sowieso immer. Haben wir noch fertiges Essen hier. Wir könnten uns ein paar Melonen gönnen. Oder wir machen uns einfach ein paar Brote. Ja, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf die Schnelle so 2, 3, 5 Brote. Mit dem restlichen Weizen können wir dann direkt unsere Kühe füttern. Das ist nervig, wenn man die Fackeln in der Nebenhand hat. Man setzt die immer irgendwo hin, obwohl man das gar nicht will. So, Spinne, hallo, warum? Hier müssen wir wohl ganz offensichtlich noch ein kleines bisschen ausleuchten. Aber das ist halb so wild. Ist ja kein besonders großer Aufwand. Allgemein könnten wir hier den Raum vielleicht mal ein bisschen schöner machen und etwas ausbauen. Hier die ganzen Wände, die Decke. Sind wir hier direkt? Oh, das wird problematisch. Das heißt, wir werden die Erddecke einfach mal lassen müssen. Sonst sind oben die Kühe auch auf einem Steinboden und das würde einfach nicht so schön aussehen. Sonst müssten wir da eigentlich die komplette Insel anpassen und eins hochsetzen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Jetzt füttern wir erstmal und ich habe da gerade ein bisschen Schluck auf nebenbei. Wieder äußerst professionell, wie man mich eben kennt. So. Das Weizen ist leer. Wir setzen hier einfach erstmal Fackeln hin. Machen wir hier am Boden auch noch welche. Dann sollte hier hell genug sein, damit eben nichts mehr spawnt. Das gehört da auch nicht hin, das Loch. Haben wir denn vorgesorgt und vielleicht irgendwo schon Stein in die Öfen? Wie ich mich kenne, vermutlich eher nicht. Hallo? Nö. Das frisch gefarmte Leder habe ich natürlich auch wieder vergessen. Nehmen wir alles mit. Langsam zahlt sich das auch aus. Das Fleisch könnte man eigentlich auch mal mitnehmen und mal alles durchbraten. Also Nahrungsprobleme dürften wir in Zukunft eigentlich nicht mehr haben. Da ist es noch nicht fertig. Auch hier diesen Aufgang, den machen wir definitiv noch anders. Genauso wie hier die Leiter, die gefällt mir auch nicht. Das werden wir irgendwie noch ändern. Ich weiß gerade im Moment bloß noch nicht genau wie. So. Der hat heute aber auch ganz schön Hunger. Ach, Kohle haben wir glaube ich auch nicht mehr so viel. Ja, hier 4 Holzkohle, 6 auf Tasche. Das wird vermutlich nicht reichen. Das heißt, wir werden erstmal nach unten müssen und Kohle abbauen. Da können wir ja hier zumindest schon mal mit Glück 1. Da werden wir die ein oder andere Kohle vielleicht auch doppelt rausbekommen. Aber das ist im Moment, denke ich, das Wichtigste, dass wir erstmal Kohle bekommen. So. Mine war hier, genau. Auch hier die Räume werden wir definitiv noch schöner machen. Die Diamanten lasse ich hier oben noch drin, bis wir eine bessere Glücksspitzhacke haben. Am liebsten wirklich würde ich da warten, bis wir eben Glück 3 haben. Damit sich das richtig lohnt. Und warum ich das jetzt mit der verzauberten Hacke abbaue, weiß ich auch nicht. Das war nicht meine schlauste Idee. Wie so oft. Hier haben wir Kohle. Das können wir aber mit Glück abbauen.
In der Hoffnung, dass wir etwas mehr Kohle rausbekommen. Um den ganzen Stein zu brennen, den wir da haben, wird es vermutlich nicht reichen, aber es ist schon mal ein Anfang. So, wo war die Fackel? 1, 2, 3, 4. Da kommt dann die Fackel. Also hier auch. Können wir auch mit Kobbel zubauen, ist auch eigentlich völlig egal. Das Eisen nehmen wir diesmal auch gleich mit. Da reicht aber die ganz normale Spitzhacke dafür. Da müssen wir unsere Diamantspitzhacke mit Glück nicht verschwenden. Ist hier noch Kohle? Ach, da oben hat sich ein bisschen Kohle noch versteckt. Bei unserem Kohlennotstand können wir uns das nicht leisten, die einfach da liegen zu lassen. Das muss alles sofort mit. Setzen wir mal kurz eine Fackel. Und bloß keinen Kohleblock übersehen. Wir haben es dringend nötig. Das Loch lasse ich da, aber da machen wir eine Fackel rein, dass kein Monster da drin rumkriecht. Würde einfach vom Sound auf Dauer ziemlich nervig sein. So, hier ist weiter nichts. Dann kontrollieren wir direkt die nächsten Gänge. Da ist bloß Eisen. Also, was heißt bloß? Eisen kann man natürlich auch niemals genug haben. Dann nehmen wir alles mit. Redstone können wir auch mal mitnehmen. Brauche ich aber nicht mit Glück abbauen, da kriegen wir so oder so mehr als genug raus. Da starten wir hier direkt zu Beginn dieser Aufnahme komplett durch. Ach, da war auch noch Redstone. Nehmen wir natürlich auch gleich mit. So viel Zeit muss sein. Noch mehr Redstone. Da dürften wir vermutlich niemals Probleme haben. Anders schaut es dann wieder bei Lapis aus. Da brauchen wir einfach Massen. Wobei uns das jetzt die nächste Zeit auch nicht ausgehen dürfte. Für den Anfang sollte das reichen. Eisen wollen wir auch nicht übersehen. Hier hinten ist weiter nichts. Hier schaut es auch nicht aus. Aber hier haben wir noch mehr Kohle. Sehr, sehr schön. So. Dann können wir hier unser Strip Mining System demnächst einfach mal erweitern. Ach, was lassen wir hier? Faden brauchen wir gerade nicht. Können wir aber demnächst machen. Ich denke, für den Anfang reicht das jetzt erstmal. Das wird am Schluss vermutlich noch ein Riesending werden. Aber jetzt für den Anfang eben noch nicht. So, die Kohle dürfte erstmal ein bisschen reichen. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Und wir gehen demnächst auch auf eine kleine, aber feine Reise. Denn ich habe etwas vor und dafür brauchen wir Unmengen an Sand. Und wenn ich Unmengen meine, dann meine ich auch wirklich Unmengen. Also wahrscheinlich dürfen wir hier eine komplette Wüste auseinanderlegen. Aber wir haben doch Zeit und ist ja auch kein Stress. Und die ganze Kohle, die wir uns jetzt hier so hart erkämpft haben, die schmeißen wir auch gleich wieder in die Öfen. Dann haben wir zumindest erstmal genug von dem Steinzeug, um unsere Bude so ein bisschen fertig zu machen. Beziehungsweise zumindest weiter.
Fertig werden wir da vermutlich nie. Man findet immer irgendwas. Ach, da war schon was drin. Dann fehlt hier. So, machen wir mal eben ein bisschen Platz. Ja, Platz reicht nicht. Dann schmeißen wir mal kurz ein bisschen was weg. Sammeln wir sowieso gleich wieder auf. Aber den ganzen Sand, den ich da brauche, den werden wir auch wieder bekommen. Also den brauche ich praktisch nur vorübergehend. Dann haben wir dann für danach eben sehr viel. Das ein oder andere Büchlein könnten wir jetzt noch schnell herstellen. Haben wir noch Zuckerrohr oder Papier? Nein. Gut, dann machen wir einfach so weit, wie wir kommen. Spricht ja eigentlich auch nichts dagegen. Und 9 Stück ist ja schon mal nicht schlecht. Reicht auch genau mit dem Holz für ausreichend Bücherregale. Und danach können wir sowieso erstmal pennen gehen. So, unauffällig durch den Geheimgang. Hier müssen wir auch alles noch rausrupfen. Schaut auch nicht so schön aus bis jetzt. Und da werden wir auch noch einiges brauchen. Warum habe ich hier ein Loch eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, das hier hinten hätte ich mir sowieso sparen können, weil ich brauche hier gar keine Wand ziehen, weil man durch die Bücher dann sowieso nichts mehr sieht. Da war ich wieder sehr schlau, wollte eigentlich bloß ein bisschen im Voraus arbeiten. Aber das hätte ich mir sparen können. So, wir gehen erstmal pennen. Ein bisschen Lehm wollte ich auch noch sammeln. Einfach, dass wir uns hier so den einen oder anderen Blumentopf reinstellen können. Weiß noch nicht, vielleicht, ob wir das heute schon machen oder erst beim nächsten Mal. Das wird ja sicherlich nicht die letzte Aufnahme sein. Zuckerrohr können wir dann jetzt gleich ernten, ist ja wieder Tag. Na komm doch, stirbst sowieso. Zack. Tod. Tod ist was Feines, wenn es denn der Tod von anderen ist, also hauptsächlich von Zombies, dann ist mir das doch völlig egal. Holz brauchen wir noch für den einen oder anderen Boden. Ich finde Holzböden immer schöner als Steinböden, wobei es zum Keller besser passen würde. Aber wir haben eben hier noble Ansprüche. Da muss schon der teure Parkett rein. Nicht so billig Fliesen. Da schwimmt ein Hühnchen. Aber das soll es von mir aus auch weiter tun. Da stimmt, Fleisch wollte ich eigentlich auch in den Ofen schmeißen. Das habe ich schon wieder vergessen. Und ein Lagerhaus bräuchte man dann auch demnächst. Einfach, dass wir hier schöner sortieren können. Wir haben hier noch einiges vor auf unserer eigenen Insel, bevor wir expandieren. Und womöglich einfach am Festland ein bisschen bauen. Werden wir aber auch noch machen. Bloß nicht jetzt. Ist das Sand oder ist das Lehm? Ich sehe das mit dem neuen Texturenpaket gerade nicht so richtig. Schaut fast ein bisschen nach Lehm aus, würde ich sagen. Es ist Lehm, sehr schön. Habe ich eine Schaufel? Ja. Dann nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen Lehm mit. Für die Blumenkübel. Dadurch finden wir auch gleich noch ein bisschen Kohle. Das ist Stein. Ja, Kohle war ein bisschen mau. Aber da wollen wir uns ja nicht beschweren. Besser als gar nichts. Hier ist auch noch einmal Lehm. Das hat sich nach Erde angehört. Kippen wir einfach hier so ein bisschen zu. Bloß die Löcher. Das kann von mir aus bleiben. Das stört ja nicht. Hier ist auch noch Lehm. Das wird ein paar schöne Blumentöpfe geben.
wenn man rennt und schwimmt, dann schaut das ziemlich behindert aus. Oder um es politisch korrekt auszudrücken, besonders. Wir wollen ja mit einem guten Beispiel vorangehen. Zuckerrohr nehmen wir jetzt auch gleich mit. Dann kann es gleich weiter wachsen. Hallo, Schildkröte, beiß mich nicht. Ich bin mir aber immer noch sicher, dass die das war. Damals. Ist zwar schon ein paar Tage her. Aber der eine oder andere von euch kann sich da sicherlich dran erinnern. Da haben wir Damage bekommen direkt bei der Schildkröte. Und das kann kein Zufall gewesen sein. Die hat versucht, uns umzubringen. Aber aus Respekt und aus Angst lasse ich sie leben. Stickies und Setzlinge sammeln wir natürlich wieder auf. Und auch den einen oder anderen Apfel. Was aus dem Wasser nehmen wir auch mit. Wir haben ja hier nichts zu verschenken. Jedenfalls noch nicht. Irgendwann ist mir das dann vermutlich auch egal, ob da das ein oder andere Zuckerrohr einfach davon treibt. Dann schmeißen wir hier den Ofen nochmal an mit Fleisch. Könnten wir den eigentlich. Nee, können wir nicht, weil ich brauche ja hier Ton. Man muss Prioritäten setzen und wir haben jetzt sowieso schon wieder keine Kohle mehr. Außer hier die 4. Dafür haben wir einen Haufen Eisen. Sollten wir demnächst auch mal wieder einschmelzen. So, wir haben ja auch noch Leder. Das heißt, wir machen gleich noch ein paar Bücher. Dafür aber erstmal Papier. So, das sind zumindest nochmal zwei Bücherregale. Und das eine. Einzelne Buch, was jetzt übrig ist, das verzaubern wir einfach gleich, wenn wir schon unten sind. Ist auf Dauer, finde ich, sowieso sinnvoller, dann als Werkzeuge direkt zu verzaubern, weil so kann ich schön kombinieren. Schärfe 3, das ist super. Und Rückstoß 2. Da können wir uns ein schönes Schwert machen. Und auch das müssen wir irgendwo lagern. Und wir haben hier wirklich nicht mehr viel Platz. Ach, und Feuerschutz haben wir ja auch schon. Wir sind ja eigentlich schon relativ gut ausgerüstet hier. Redstone knall ich jetzt auch mal da rein. Da sortieren wir einfach ein kleines bisschen um. Könnten wir aber auch erstmal als Blöcke machen, um Platz zu sparen. Vielleicht bauen wir auch irgendwo was Schönes aus den Redstone-Blöcken. Was können wir hier noch? Das hatten wir alles hier drin. Die Tonklumpen schmeiße ich hier mit rein. Die Setzlinge auch. Weizenkörner auch. Brauchen wir jetzt nicht. Papier und Glas. Den einen Steinziegel. Das Holz lasse ich auch wieder hier. Treppen brauchen wir im Moment auch nicht. Die Angel brauchen wir hier eigentlich auch nicht, weil die ist ja für die AFK-Angelfarm. Die wir aber hier nicht nutzen. Wie gesagt, vielleicht nutze ich die irgendwann mal so offscreen. Das ein oder andere Stündchen nach der Aufnahme. Während ich schneide, könnte ich das ja noch laufen lassen und dann in der nächsten Aufnahme mit euch bloß durchgehen, was wir eben alles erangelt haben. Wenn euch das denn genehm ist. Aber als allererstes würde ich sagen, machen wir hier mal unseren Kuhstall ein bisschen schöner. Und überlegen uns vielleicht so im Hinterkopf schon mal, wie wir dann den Eingang machen. Ich würde den eigentlich ganz gerne hier mittig mit der Treppe auch machen. Das Ding ist bloß, ich denke, das überschneidet sich dann mit dem Eingang zu unserem Keller. Müssen wir dann halt mal ausprobieren. Aber
zuallererst die Wände. Da wird es dann auch nochmal dunkel. Machen wir einfach Abschnitt für Abschnitt, dass es nicht zu dunkel wird. Ich möchte hier gerade definitiv keine Monster drin haben. Vor allem möchte ich nicht von denen überrascht werden, wenn die dann einfach plötzlich vor mir stehen. Das wäre nicht so schön. Ups. Ja, Fackel machen wir in der Mitte. Hier ist ja praktisch bloß noch drei. Das hier ist ja so gesehen schon irgendwie eine Wand. Dasselbe machen wir hier auch. Den einen da oben in der Ecke könnte ich mir zwar eigentlich schenken, aber mache ich mal mit rein. Vielleicht verbinden wir das hier dann auch einfach bloß mit diesem kleinen Gang hier. Wobei ich definitiv diese hässliche Leiter aus dem Boden daraus haben will. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und unten im Keller könnten wir auch mal wieder nach den Weizenfeldern schauen. Damit wir hier mal alle Brutstationen voll bekommen. Dann können wir einfach viel, viel schneller an unser Leder gelangen. War jetzt hier einfach immer über die Truhe. Ich weiß nicht mehr, wie es vorher war. Da war es zumindest so ähnlich, bloß in der Mitte war keine, aber ist halt heller so. Mach mal wirklich Wand für Wand. Dann wird es hier nie zu dunkel. Weiß bloß nicht, was ich da die ganze Zeit so quatschen soll. Ich rede mir halt einfach den Mund ein bisschen fusselig. Und ihr hört mir das zu. Also ihr hört mir zu, ihr hört euch das an. Das war gerade praktisch die Kombination aus beiden Aussagen. Ob ihr wollt oder nicht. So, jetzt haben wir bloß noch die eine und dann können wir hier unten schon mit dem Boden durchstarten. Dann fehlt bloß noch die obere Etage. Da ist der Boden ja schon fertig. Und die Decke, wie gesagt, die können wir halt nicht ändern, weil sonst wird mir der Raum auch einfach zu niedrig. Vergessen. Machen wir gleich. Und dann fackeln wir hier wieder aus. Wir fackeln alles ab. Hier hinten machen wir dann parallel zu denen. Also hier und hier. Wollen wir in der Mitte noch? Ja, machen wir in der Mitte auch noch eine. Kümmern wir uns hier. Wieso ist jetzt hier ein Loch? War das gerade eben auch schon? Oder werden wir hier von Endermännern beklaut? Hier können die Fackeln von mir aus erstmal wegbleiben. Weil das habe ich dann sowieso vor, ein kleines bisschen anders zu gestalten.